Leong Tan Kok erlitt beim Turnen eine schwere Verletzung der Wirbelsäule. Als Folge sind alle seine Gliedmaßen gelähmt und er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit viel Einsatz hat er sich das Malen mit dem Mund beigebracht. Ich habe 1989 mit dem Malen begonnen, als ich etwas darüber in der Zeitung sah. Ich dachte mir, dass ich nicht einfach so zu Hause sitzen könnte, ohne irgendetwas zu tun. Bis zu dieser Zeit hatte ich nur ein wenig geschrieben, um mir die Zeit zu vertreiben. Jetzt wollte ich malen lernen. Er machte in kurzer Zeit große Fortschritte. Bereits ein Jahr nach seinen ersten Malversuchen wurde ihm ein Stipendium der Vereinigung erteilt. Zu dieser Zeit hatte die Vereinigung bereits einen Lehrer organisiert, der mich das Malen gelehrt hat. Er kam zweimal pro Woche und begann damit, mir das Malen von Landschaften und Stillleben beizubringen. Sein Gefühl für die Farben und das Licht ist beeindruckend. Dabei versteht er sich auf viele Techniken und Stilrichtungen. Angefangen bei den traditionellen asiatischen bis zur westlichen Malerei. Leong Tan Kok, ein vielseitiger Künstler mit ausgezeichneten Perspektiven.